Hallo. Ich habe schon länger nichts mehr gemacht. Lag hauptsächlich dran, dass ich zu viel zu tun hatte im Studium und auch so keine Lust hatte. Aber in letzter Zeit kamen erstaunlicherweise relativ viele E-Mails von Leuten, die mich auf YouTube abonniert haben und gemeint haben: Hey, mach doch mal wieder was. Und ja, jetzt habe ich mich breitschlagen lassen, mal ein ziemlich einfaches Tutorial zu statischen Seiten und Routing in CakePHP zu machen. Ja, also eigentlich habe ich hier nichts anderes gemacht, als einfach mal eine neue Cake-Installation aufzusetzen. Wie ihr seht, noch dieser normale Startbildschirm. Also es ist eine komplett frische Installation. So. Wenn wir jetzt mal statische Seiten betrachten, dann seht ihr, hier ist jetzt schon irgendein Inhalt, woher kommt der? Das ist eigentlich recht einfach zu erklären. Cake hat von Haus aus einen sogenannten Pages Controller dabei. Den könnt ihr euch anschauen. Hier in Cake Lips Controller. Ich kopiere den jetzt einfach mal. Hier oben nur unseren Controller. So. Wie ihr seht, das ist ein ganz normaler Controller, wie wir es schon gewohnt sind, der keine Datenbanktabelle benutzt. Es handelt sich ja um statische Seiten. Mit nur einer Funktion, die Display-Funktion. Werde ich gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Was die macht, ist eigentlich recht einfach. So, wenn wir hier mal, wie beim anderen Controller auch, den Controller aufrufen und dann Home, seht ihr, hey, wir kommen genau hier hin, wo wir gerade sind. Das liegt daran, dass wir hier auch schon in diesem Cake-Ordner drin bei Pages ein Home drin haben. Ich kopiere das jetzt auch mal schnell hier in die Pages, dass ich nicht immer so rumnavigieren muss. Und das ist genau der Text, der uns hier ausgegeben wird auf der Startseite. So, wie kommt das? Also warum habe ich, wenn ich hier auf der Startseite bin, warum bekomme ich hier Pages Home angezeigt? Das ist so dank dem Router von Cake. Hier wird, also der leitet automatisch. Löscht die Zeile hier nochmal. Der leitet automatisch den Aufruf der Hauptseite, also ohne irgendeinen Parameter, auf Pages, Display und Home um. Wie ihr vorhin gesehen habt, hier die Display-Action auf die Seite Home. Jetzt wollen wir mal schnell eine eigene Seite machen, also eine eigene statische Seite. Dazu erstellen wir hier in Pages wieder eine View. Ich nenne jetzt mal Test. Und schreibe ich einfach mal Hallo, ich bin eine Testseite. Egal. Wenn wir hier jetzt Test aufrufen, dann werden wir gleich sehen, hey, wir bekommen einen Fehler. Warum ist das so? Wie auch schon davor, wir müssen immer erst in Cake den Controller, das war in dem Fall Pages, dann eigentlich die Action und dann den Parameter aufrufen. Wenn wir das jetzt machen, dann zeigt er uns an, hey, ich habe überhaupt keine View für Display. Das liegt auch am Router, den ich eben gezeigt habe. Und zwar leitet er alles, was auf Pages kommt, automatisch auf Display schon um. Und alle erweiterten Parameter nach Pages bekommt diese Display-Funktion. Wenn ihr das hier seht, die hat keinen Parameter. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das heißt, wenn wir jetzt hier die ganze Funktion mal ohne Display aufrufen, müsste uns das eigentlich ausgeben. Ja, es funktioniert soweit.
So, wie funktioniert jetzt diese Funktion? Also sie löst erstmal den Pfad auf, den sie bekommt. Das ist alles, was hier nach Pages steht. Und schaut dann, steht danach überhaupt irgendwas? Wenn nach Pages nichts steht, dann leitet sie automatisch wieder auf die Startseite um. Das ist hier der Redirect. Wenn dem nicht so ist, dann setzt er erstmal alles auf 0 und schaut dann, habe ich einen ersten Parameter? Wenn ja, ist es meine Hauptpage. Wenn ich allerdings noch einen zweiten Parameter habe, ist es eine Subpage von der Hauptpage. Das können wir hier mal machen. Wir haben sozusagen Überverzeichnis, Haupt und da drin haben wir dann Unterseiten mit anderen Parametern, mit anderen Views zum Beispiel. Keine Ahnung, können wir auch wieder Test nehmen. Schreiben wir jetzt rein. Hallo, Unterseite. Wenn wir jetzt hier mal auf Haupttest gehen. Dann habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. Genau, ich habe Pages hier gar nicht mehr dabei. Sind wir hier auf der Unterseite. Diese dritte Zeile sorgt dafür, dass der Titel, also dieses in dem Fall jetzt Test, dass der letzte Parameter als Titel im Layout gesetzt wird. Ja. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wenn man sich mit SEO ein bisschen auskennt, wird man schnell merken, hey, eigentlich ist es nicht so cool, wenn ich hier immer dieses Pages davor stehen habe. Es wäre schöner ohne, also dass ich das nur noch über Haupttest aufrufe oder diese richtige Testseite, dass ich die nur noch über Test aufrufe. Eigentlich auch nicht besonders schwer. Da kann man hier einfach in der Roots.php einen neuen Connect erstellen. Von zum Beispiel Test. Test. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann funktioniert das Ganze jetzt hoffentlich auch ohne. Genau. Was gibt es sonst noch zu sagen? Standardmäßig ist es in den Roots so eingestellt, dass wenn man nichts eingibt, dass man auf die Home-CTP weitergeleitet wird. Also auf die Startseite, wenn man jetzt nicht möchte, dass hier dass die Seite Home heißt, kann man hier einfach den Redirect ändern. Da muss halt auch hier die Datei geändert werden. Zum Layout kann ich noch kurz was sagen. Wie ihr seht, existiert hier schon ein Layout. Das liegt auch wieder in unserem Cake-Folder drin. Auch wieder in Lips, View, Layouts. Hier wird dieser Titel ausgegeben, der Title for Layout, der gesetzt wird. Funktioniert jetzt hier lokal bei mir nicht. Online funktioniert das natürlich mit einem richtigen Server. Dann hat man hier oben halt was Cooleres stehen. Also das, was wir vorhin in diesem Page Controller aufgelöst haben, wird hier gesetzt. Eigentlich der letzte Parameter. Ja. Den Rest hier kann man sich mal anschauen. Also ich muss sagen, dass ich ganz gern dieses Cake-CSS und überhaupt das Design von Cake, dass ich das benutze fürs Backend von Seiten.
und mir fürs Frontend dann selbst was bastel, weil ich so, ich weiß nicht, ob ihr die anderen Tutorials von mir geschaut habt, weil ich so das Design der Dateneingabe und so ich schon von PHP aus sehr schön finde und ich da eigentlich nicht großartig was dran ändere. Ja, ich freu mich, wenn ihr irgendwas gelernt habt. Wenn nicht, habt ihr grundlos Zeit verschwendet. Und wenn es irgendwelche Fragen oder Anregungen für andere Tutorials gibt, bitte melden. Jo, ciao.